Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Kommt doch rein. Also, was Corona bei uns verändert hat, ist, dass eine Umschichtung stattgefunden hat. Also das Erste, was wir im Lade gemerkt haben, ist, montags war der Shutdown, als es hieß, sind nur noch die Supermärkte geöffnet. Das ist unser Ruhetag, da haben wir noch nichts gemerkt. Dienstags morgens, das ist unser Tag des Umsatzes, weil dann alle kommen, weil über Wochenende ist der Kaffee leer, war nichts los, gar nichts. Und ich dachte noch, hä, was kann das sein? Und dann kam ein Kunde und sagt, ey, wie gut, dass ihr auf habt. Und ich so, ja, natürlich haben wir auf. Ja, aber nee, es haben doch nur die Supermärkte auf. Und das war das Erste, was wir genau gemerkt haben, dass wirklich schlagartig der Umsatz weg war, weil die Leute dachten, nur die Supermärkte haben auf, alle anderen haben zu und sind einfach nicht mehr gekommen. Bis das dann sich so langsam rumgesprochen hat, weil ich ja dann auch einen Facebook-Post gemacht habe, gesagt, hey Leute, lasst uns Kleine jetzt nicht hängen. Wir haben genauso auf wie alle anderen auch. Also alle kleine Röstereien, alle Bäckereien, alle Metzger, alle Hofläde, alle kleine Lebensmittel, systemrelevante Geschäfte haben offen. Also bitte kommt doch und kauft weiter bei uns ein. Das hat dann dazu geführt, dass in der Woche hier wirklich die Hölle los war, wenn man so sagen kann. Und die Woche drauf war wieder nichts. Es war wieder eingebrochen. Also wir haben schon Umsatzeinbuße gehabt dadurch. Der Wochenmarkt ist uns für 7 Wochen komplett weggebrochen, weil wir die Hälfte der Belegschaft gehört zur Risikogruppe. Das heißt, die Birgit auf dem Markt, die Nina, ich gehöre zur Risikogruppe. Und dann habe ich gesagt, dann bleibt der Wochenmarkt erstmal weg. Das Risiko gehe ich nicht ein. Ich möchte nicht irgendwann da sitzen und denke, oh mein Gott, da ist jemand krank geworden oder gestorben oder wie auch immer, weil ich unbedingt Umsatz machen musste. Mhm. War natürlich heftig, weil Wochenmarkt ist wichtig für uns. Und wir wurden auch schmerzlich vermisst. Ja, genau. Wir hatten dann das Glück, dass einer der Marktbeschicker, der Sascha Becker, gesagt hat, Mädels, das geht gar nicht, dass ihr nicht da seid. Und ich will nicht, dass ihr untergeht und deswegen bringt ihr mir jetzt samstags 3 Kisten Kaffee und ich verkaufe die für euch. Das hat auch super funktioniert. Was mich ein bisschen angepisst hat, darf ich das sagen? Angepisst, ja. Dass an einem Samstag, dass Sascha dann sagt, er hatte eine Kundin da, die vehement darauf bestand, ihre Stempel auf ihre Kundekarte zu kriegen. Wo ich gedacht habe, es kann ja wohl gar nicht sein. Ne? Mhm. Ich meine, diese Rabattkarte, die sind freiwillig von uns. Mhm. Wir schenken das unsere Kunde, weil wir unsere Kunde lieben. Und in so einer Situation dann darauf bestehe, dass trotzdem gestempelt wird oder unterschrieben wird, und dann noch gleich eingelöst wird. Genau. Das war auch noch. Sie wollte das, dann wäre die Karte voll gewesen mit dem, was sie gekauft hätte. Und sie wollte, dass diese dann natürlich auch gleich eingelöst wird. Da sagt ja, hat gesagt, ich mache das nicht. Genau, das macht nicht seine Mädels. Aufgabe. Klärt das mit den Mädels. Weil im Gegenzug war es nämlich so, dass wir unglaublich viele Kunden hatten, wir haben schon gesagt, haben Sie Stempelketsche dabei? Dann haben die gesagt, nein. Wenn Corona rum ist, können wir da wieder drüber retten, aber jetzt will ich das nicht. Also es ist schon so, dass auf der einen Seite, das ist mein Gefühl, alle Menschen, die vor Corona mit Ellenbogen unterwegs waren, sind jetzt mit ausgebreiteten Armen unterwegs. Und alle Menschen, die vor Corona schon hilfsbereit waren, sind jetzt noch hilfsbereiter. Das war, ich weiß nicht, wer hat denn das gesagt, in der Krise zeigt sich der Charakter und es zeigt sich sehr stark. Wir haben das Glück, dass wir 99,99999% geile Kunden haben, die zu uns halten. Aber es ist halt immer so, dass dieser eine, der rummeckert, der hier steht und sagt, er will keine Maske tragen und er braucht keinen Abstand halten, die hängen da halt im Kopf eine ganze Zeit lang. Und die vermiesen dir das eigentlich geile Gefühl, dass die Leute kommen und sagen, ja Mädels, kommt, wir unterstützen euch. Wir haben, als das Corona-Hilfspaket gestartet wurde, uns diese Unterlage angeguckt und haben gesagt, okay, machen wir nicht. Wir hätten wahrscheinlich eh nicht viel gekriegt, weil die Betriebskosten zu gering sind. Ich zahle hier keine Miete, ist mein Haus. Und haben gesagt, wir lassen das einfach so, der Pott ist begrenzt. Sollen die das Geld kriegen, das wirklich brauchen. Wir kriegen das hin, wir schaffen das. Die Mädels haben gesagt, Gehalt, ne? Wir bauen Überstunden auf oder so, und dann kriegen wir das schon irgendwie verrechnet. Und unsere Kunden sind uns treu geblieben zum größten Teil und es hat super funktioniert. Also bisher kann ich sagen, für uns persönlich hat Corona nichts Negatives gebracht, im Gegenteil, sondern eher Positives, weil ich jetzt genau weiß, auf welche Kunden ich zukünftig gern verzichte. Und ich bin da auch so konsequent. Ich weiß, viele sagen, das wäre arrogant und überheblich, aber wenn mir das nicht passt, was ein Kunde bei uns macht, dann geht er. Mhm. Der Kunde ist König. Aber dann soll er sich bitte auch wie ein König benehmen. Mhm.
und nicht wie ein Diktator. Und ich bin da konsequent. Wer keine Maske trägt, geht. Wer sich nicht an die Abstandsregeln hält, geht. Wer dumme Sprüche macht, geht. Rassisten gibt es bei uns nicht. Geht. Da bin ich wirklich, vielleicht bin ich da wirklich ein bisschen pissisch, aber das ist meine Lebenseinstellung und die ziehe ich auch jetzt zur Corona-Zeit durch. Also das ist so, oh, jetzt ist alles anders, weil Corona ist. Ja, es ist alles anders, weil Corona ist. Vielleicht ist alles ein bisschen wahrer, ein bisschen realer. Vielleicht hören die Menschen jetzt auf, so durch die Gegend zu rennen und stellen ihre Scheuklappe vielleicht mal ein bisschen weiter und gucken mal auf das große Ganze und nicht nur auf sich selbst. Diese Egoisten, oh, ich schreibe mich gerade gleich wieder auf, die jetzt rumrennen und sagen, ich habe das Recht auf Freiheit und diese Maske schränkt mein Recht auf Freiheit ein. Dann sage ich dann immer, ja, stimmt, wir leben in der Demokratie, jeder hat Rechte, wir haben aber auch Pflichten. Ich habe auch Rechte. Ich habe zum Beispiel das Recht auf körperliche Unversehrtheit, die von euch Maskeverweigerer gerade mit Füßen getreten wird. Und das ist nicht demokratisch. Also überdenkt doch mal euer Verhalten. Jetzt habe ich mich wieder aufgeregt. Ja, unseren Kaffee gibt es nicht nur bei uns, in dem schönen Eich. Wir haben verschiedene Edeka-Märkte. Das ist einmal der Edeka-Markt Rös in Alzheim und der Edeka Rös in Fellersheim. Da gibt es 5 verschiedene Sorten von uns. Der Edeka DSE Center Jochum ist das in Lambertheim. In beiden unverpackten Läden in Worms, also bei Ella Stuppes und bei Lotto und Clara. Bei der Tanja in der Horsheimer Scheune. In Funkstadt bei Excellent. Auf dem Wormser Wochenmarkt? Ja, genau, auf dem Wormser Wochenmarkt. Den hätte ich jetzt mal nur vergessen. Sind wir jeden Samstag da. Genau. Mit voller, in voller Ausstattung. Mittlerweile auch wieder mit Ausschank. Habe ich noch jemand vergessen? Nein, alles gut. Ja. Es gibt diverse Cafés, die den Kaffee genau. ausschenken. Das haben wir auch unter anderem noch. Zum Beispiel das Wellness Bad Fries. Genau. Die schenken uns einen Kaffee aus. Cremetopfen, Zuckerguss in Alzheim. Genau. Yep. Die Tanja darf es auch wieder. Die Tanja in der Horsheimer Scheune. Genau. Man kriegt natürlich auch Kaffee zu trinken auf dem Wormser Wochenmarkt. Im Moment halt mit Einschränkung. Mhm. Abstand halte. Ganz wichtig, haltet Abstand. Mit Abstand seid ihr immer die beste Kunde. Im Moment haben wir 25 verschiedene Sorte Kaffee. Mhm. Davon sind 6 Hausmischungen dabei, die es dann nur bei uns gibt, sonst nirgends. Unser wunderbarer Bernardo, der geliebte Espresso. Für Siebträgermaschine, unschlagbar. Der macht den Krämer, der kann sie drauf tanzen. Wir haben den Cachorro zum Beispiel für den Vollautomat. Was wir jetzt im Moment trinken, ist der Nicaragua Matriz. Das ist mein absoluter Favorit im Moment als Filterkaffee, unschlagbar. Wir haben auch so Kaffeespezialitäten wie den Mocha Matari aus dem Jemen. In begrenzter Menge nur, weil die politische Lage in vielen Anbauländern ist sehr kritisch im Moment. Skyberry gibt es momentan nicht. Genau. Es ist auch so, dass wir von unseren Importeuren schon informiert worden sind, dass es passieren könnte, dass es knapp wird mit den Lieferungen, weil ja nicht nur bei uns Corona ist, sondern weltweit. Mhm. Und viele Länder haben dicht gemacht. Indien zum Beispiel hat über Wochen nichts exportiert. Costa Rica hat nichts exportiert. Es fehlen überall die Arbeiter und die Container. Also nicht bloß bei der Spargelernte, auch bei der Kaffeeernte fehlen einfach die Arbeiter. Mhm. Und es könnte eng werden. Im Moment sind die Lager von der letzten Ernte noch voll, aber abwarte. Ja. Kommt darauf an, wie lange das Ganze jetzt noch geht. Und leider wird es wohl noch bis die ganze Zeit gehen. Auch mit der Lieferung von Hamburg hierher ist es auch momentan ein bisschen schwierig, dadurch, dass die LKWs halt auch für andere Güter hauptsächlich genommen werden. Und wir dann immer etwas im Verzug geraten. Ja, teilweise 2-3 Tage, wo dann halt wir warten müssen, bis der Rohkaffee hier ist, wo es dann halt einmal die eine Sorte mal 2-3 Tage nicht gibt. Wir bestellen aber immer, wir gucken, dass immer alles da ist und wir geben unser Bestes, dass es volle genau. Sortiment da ist. Wir bestellen just in time, weil eins unserer Standbeine ist ja Nachhaltigkeit. Mhm. Es hat ja keinen Sinn, Kaffee zu produzieren, der dann rumliegt. Der wird ja nicht besser, ist ja kein Wein. Deswegen bestellen wir immer just in time, das heißt, das, was gebraucht wird, wird bestellt. Und nicht irgendwie gehottet oder so oder gehamstert, sowas machen wir nicht. Wir haben übrigens auch einen Internetshop, www.aischerkaffee.de. Mhm. Wird kontaktlos geliefert? Per wird Hermes. Kontaktlos geliefert per Hermes, genau. Wir nehmen dann auch keinen Kontakt mit euch auf. Mhm. Kontaktlos, völlig kontaktlos. Ihr schickt Geld, wir schicken den Kaffee, völlig kontaktlos. Ich habe immer wieder Kunden im Laden,
die zu mir sagen, neue Kunde, ich brauche einen Kaffee, der nicht sauer ist, der keine Bauchschmerzen verursacht oder Sodbrennen. Ist bei uns natürlich einfach, weil dann kann ich sagen, jeder Kaffee von uns verursacht das genau nicht. Woran liegt das? Wir rösten Kaffee. Die Industrie brennt Kaffee, das ist ein großer Unterschied. Eine Kaffeebohne muss mindestens 10 Minuten erwärmt werden, bevor in der Kaffeebohne überhaupt was passiert. Das ist ein hochkomplexer chemischer Prozess. Und nach 10 Minuten Erwärmung fängt die an, ihre Säure abzubauen. In der Kaffeebohne sind von Haus aus drin Chlorogensäure, Ameisensäure, Essigsäure, ganz viele Dinge, die noch gar nicht mal benannt sind, die unserem Körper halt nicht gut tun. Wenn die aber ordentlich rausgeröstet werden, und zwar langsam und schonend, dann ist Kaffee gesundheitlich sehr positiv gesehen. Koffein, weiß man aus Langzeituntersuchungen, erweitert die Gefäße. Koffein beruhigt uns. Koffein sorgt dafür, dass wir uns besser konzentrieren können. Es hält uns nicht vom Schlafen ab. Das ist nicht wahr. In der Naturheilkunde wird sogar gezielt eingesetzt, um Schlafstörungen zu behandeln. Es ist also nicht nur der geschmackliche Aspekt, was kleine Röstereien, Kaffee von kleiner Röstereien, besser macht wie Kaffee aus der Industrie. Es ist auch ein ganz klarer gesundheitlicher Aspekt. Bei ganz vielen Tests wurde festgestellt, dass Industriekaffee auch schimmelbelastet ist. Das liegt einfach an der Lagerung. Diese gigantischen Lagerräume, wo die Kaffeebohnen drin liegen, da entsteht einfach Schimmel, der beim Röster halt nicht komplett verschwindet. Und nach dem Röster wird er nochmal lang gelagert. Kaffees, die man bei uns kaufen kann, die sind 2-3 Tage alt, allerhöchstens, weil der Umsatz einfach da ist. Das heißt, unsere Kaffees liegen nicht rum, wie in der Industrie. Abgesehen davon ist es natürlich immer sinnvoll, die lokalen Geschäfte zu unterstützen. Aber ich werde oft gefragt, was ist der Unterschied zwischen Kaffee von kleinen Röstereien und dem Industriekaffee? Es ist A, der geschmackliche Aspekt. Man muss Kaffee nichts zusetzen, weil Kaffee kann von Natur aus einfach geil schmecken. Nach Pflaume, nach Haselnüsse, nach Walnüsse, nach Karamell. Da braucht man gar nichts dazu machen. Das kann der einfach von sich aus. Und es ist halt der gesundheitliche Aspekt, weil alles, was schädlich ist in der Kaffeebohne, durch die Langzeitröstung zum größten Teil rausgeht. Einfach durch die Röstung. Deswegen ist Kaffee von kleiner Rösterei einfach gesund und lecker. Und es steckt ganz viel Liebe drin. Und es steckt ganz viel Liebe drin, genau. Ja, das ist die Hauptzutat. Ja. Liebe.